Na, ihr Rallies, willkommen zurück zu Minecraft. Hallo Leute, na, lang ist her, naja, so lang auch nicht, einen knappen, ja, Monat, bisschen mehr als einen Monat. Tut mir echt leid, tut mir echt sorry, aber kommt vor, ja, manchmal ist eben so viel los im echten Leben, im Real Life, dass man sich auch nicht auf solche Kleinigkeiten wie Minecraft oder andere Dinge konzentrieren kann. Tut mir leid für alle, die sehnsüchtig darauf gewartet haben. Aber, ja, ist ja jetzt egal. Es geht jetzt wieder weiter. Es geht wieder los. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was hier eigentlich los war. Ich weiß nur, dass ich nach dem letzten Part, der ja noch im Default aufgenommen wurde, mal offscreen einige Kleinigkeiten hier verändert habe. Und zwar habe ich mal konsequent alle Wege in die DIN-Arne-Norm umgestellt, wie ihr hier jetzt schön auf der Karte sehen könnt. Das sieht man insbesondere halt hier hinten jetzt auch dieser Weg, der sich dann in Richtung unserer Bergbutze schlängelt, ist tatsächlich jetzt nach DIN-Arne gebastelt. Wunderprächtig. Habe ich im Creative gemacht, bin ich ganz ehrlich, und habe ich insbesondere auch mit einer World-Edit-Art gemacht, die man für den Singleplayer nutzen kann. Ist ganz praktisch. Jawohl. Sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, natürlich. Denn bei dieser Geschichte ist mir irgendwie mein Inventar geklärt worden damals. Das weiß ich noch. Das heißt, ich habe es dann versucht nachzubasteln angesichts der Dinge, die ich hier halt so in dem letzten Video hatte. Aber ich glaube, es ist mir nicht hundertprozentig gelungen. Wenn aber da irgendwie jetzt jemand Ungenauigkeiten und Unstimmigkeiten merken sollte, sei es mir bitte verziehen. Insbesondere gilt es natürlich zu beachten, ich habe wahrscheinlich jetzt wieder mehr Haltbarkeit auf irgendwelchen Gegenständen als vorher. Aber, tja, ist so wie es ist. So, auf jeden Fall brauchte ich, glaube ich, Holz, denn wenn ich mich nicht total täusche, war ich eigentlich damit befasst. Oh, ich habe ja gar nichts hier. Jetzt sag nicht, dass alle Kisten geklärt wurden. Ach Gott, verdammte Scheiße. Wieso das denn? Das ist jetzt aber sehr ungeschickt. Okay, jetzt verstehe ich nicht ganz, woran das liegt, aber das heißt natürlich, für mich, jetzt müssen wir erstmal farmen. Das tut mir echt leid, Kinder, das wusste ich noch gar nicht. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass mir mein ganzes... Alles, mein ganzes Lager ist weg. Och, das ist ja gemein gefährlich. Tja, was machen wir da? Ich würde sagen, da gehen wir erstmal jetzt ganz, ganz dringend Holz hacken. Das tut mir leid, Leute. Das wird jetzt mal ganz kurz ein paar Parts wieder ein bisschen aufbaumäßig, aber ja, ist auch mal gut. Ich werde euch dann auch hoffentlich nicht zu lange damit nerven, dass jetzt wieder alles ein bisschen rekapituliert werden muss. Das ist halt der Nachteil, wenn man sowas wie den Arne offscreen macht. Ich weiß auch nicht so genau, woran das jetzt gelegen hat, wie gesagt. Eigentlich habe ich das schon mal gemacht, als ich das erste Mal einen Weg offscreen in den Arne umgemodelt habe. Da ist mir nämlich nichts passiert. Also da war alles normal, da war alles gut. Und ja, dummerweise jetzt eben nicht. Tja, dann werde ich das in Zukunft nicht mehr machen. Ist aber auch nicht schlimm, weil in Zukunft werde ich meine Wege ja von vornherein in dieser Art bauen. Das heißt, ich muss offscreen gar nichts mehr mit World Edit machen. Ist ja eigentlich dann auch gar kein Thema. Egal, ich muss jetzt erstmal mich gerade mit der Situation, mit der ich mich gerade konfrontiert sehe, abfinden, weil das schon ziemlich eklig ist, dass ich jetzt nichts mehr habe. Aber, naja. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir hier auch jetzt diesen Part und den nächsten zuschauen werdet. Danach werde ich erstmal nicht mehr weitersuchen. Heißt natürlich, dass wir eines Tages auch wieder Diamanten suchen gehen müssen, dass wir erstmal nicht mehr wirklich Kohle und alles haben. Ist denn mein geiler Hengst noch da? Ja, der ist noch da. Dann ist ja, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und meine ganzen Gebäude scheinen auch noch da zu sein, wo sie mal waren. Von daher, hatte ich was wirklich Wertvolles, seien wir mal ehrlich. Hatte ich was, wo ich mir denke, wow, dass das weg ist, ist jetzt eine richtige Scheiße. Ich meine mich nicht an so etwas erinnern zu können. Kann höchstens sein, eben die Diamanten. Aber ansonsten, was soll's. Naja, scheiß drauf. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Woche bisher, möchte ich sagen. Ist ja erst Dienstag heute, wenn ich mich nicht täusche. Dienstag ist so mein Hasstag im neuen Semester, beziehungsweise ist sowieso bei mir grundsätzlich so, Dienstag war bis jetzt in jedem Semester per se erstmal scheiße. Oder auch in jedem Schuljahr früher noch. Also irgendwie Dienstag war immer mein Tag, wo ich wirklich von früh bis spät irgendwie rödeln musste. Das heißt, dienstags gibt es dafür aber auch immer ein Feierabendbier bei mir. Das ist dann wieder die nette, wie sagt man, Kompensierung dafür, dass ich
dass ich mich dann auch ein bisschen hier dafür belohne. Ist ja klar, wenn man schon wirklich fleißig ist, einen Tag lang, dann darf man sich auch belohnen. Man darf nur nicht, das ist ganz wichtig, man darf sich nur nicht belohnen, ohne fleißig gewesen zu sein, weil dann wird man in die falsche Richtung konditioniert und am Ende will man nur noch saufen und macht nichts Sinnvolles mehr. Womit ich dem Saufen jetzt natürlich nicht komplett seinen Sinn absprechen will. Man muss das nehmen, nämlich nehmen, der Trinken, nämlich nehmen, was der Trinken ist, nämlich trinken. Beziehungsweise saufen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Die Schafe sind leider nicht despawned. Das ist sehr traurig. Aber wir können dich mal... Wäre das jetzt eigentlich töten gewesen? Das wäre jetzt mal so eine offizielle Frage von mir. Würde das hier, wenn das Schaf jetzt an dieser Stelle gestorben wäre, zählen als... als von mir umgebracht oder wäre das durch die Physik gestorben? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, das würde schon als mehr oder weniger von mir getötet zählen. Das heißt, ich würde wieder einmal, wie schon so viele Male, anhand eines Schafs gegen meine eigene Maxime verstoßen, mich hier nicht an der Umwelt zu bedienen, außer was halt natürliche Rohstoffe wie Holz und Stein betrifft, aber eben keine Tiere zu töten. Aber das, ist ja eh mittlerweile mehr oder weniger passé. Ich mach's zwar immer noch nicht, wenn es nicht nötig ist, aber das ist auch alles. Ja, ja. Ja, ich weiß noch, dass ich damals, also vor einem Monat, so lange ist ja auch noch nicht her, dass ich eigentlich versucht hatte, eine Möglichkeit zu finden, mit der ich diese Glasscheiben zusammenwachsen lassen kann. Die habe ich nicht gefunden und mir konnte auch keiner helfen. Ich habe wirklich in mehreren Runden auch gefragt und auch in Foren sogar mich erkundigt. Aber leider konnte mir keiner sagen, was ich eigentlich machen muss. Von daher ist das Glas jetzt nach wie vor so richtig hässlich. Aber ja, ist es gar nicht. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Ist es gar nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe gestern noch eine Probeaufnahme gemacht, da war das noch zusammengewachsen. Bin ich bekifft? Ich habe echt den Eindruck, ich bin bekifft. Bei meinem Glück bin ich bekifft. Naja, macht auch nichts. Dann, Prost. So, da haben wir erstmal wenigstens ein bisschen Holz gesammelt, um das schon mal wieder in meine Kiste zu stopfen. Das ist wichtig. Damit wir wenigstens ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen, dass hier auch wieder was im Lager ist. Denn sonst macht das ja eh keinen Spaß. Jo. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz duschen. Ich gehe ins Bett. Duschen. Ja, ich bin noch nicht auf der Höhe. Ich gehe kurz ins Bett. Ich habe gar keine Dusche hier in diesem ganzen Spiel. Das ist sehr traurig. Ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit, mich zu waschen. Aber dass auch keine Menschen gibt, die mich riechen müssen, ist es gar nicht so furchtbar. Ne? Gut, und dann würde ich sagen, ich nehme mir jetzt eine Spitzhacke und gehe einfach mal in meinen Steinbruch, den ich ja auch vor langer Zeit mal angefangen habe zu eröffnen, und mache den einfach ein bisschen größer, das ist ja immer gut. Und dadurch farme ich auch Cobblestone und vielleicht treffe ich dadurch langfristig sogar auf Diamanten oder sonstiges edles Gestein. Das Projekt Tante Emma Laden ist jetzt natürlich angesichts dieser unschicklichen Entwicklung meiner Lagerbestände erstmal auf Eis gelegt, aber sieht irgendwie komisch aus hier. Was ist falsch? Ne, ist alles richtig. Sah schon immer so komisch aus. Okay. Ist erstmal auf Eis gelegt. Ich hoffe aber, dass das irgendwann wieder weitergehen kann. Klar, kann das irgendwann weitergehen. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Dann baue ich halt hier ein Haus. Hier ist auch schön. Hier haben wir auch noch nichts. Das ist auch nur ein langer, einsamer Weg bisher. Traurig aber wahr. Ich hatte übrigens neulich mal das Problem, dass mir irgendwie aus verschiedenen Texture Packs verschiedene Texturen angezeigt wurden. Also ich wollte eigentlich alles im Sphex PureBD Craft Texture Pack haben, so wie ich es jetzt auch habe. Aber aus irgendeinem Grund waren dann die Erdblöcke zum Beispiel noch Standard und manche Blöcke waren wieder was anderes. Das habe ich auch nicht hundertprozentig verstanden, warum das so ist, aber egal. So, wie machen wir das? Wir machen einfach 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne. Ja, 1, das ist jetzt scheiße. Schaufel habe ich nicht. 2, 3, das ist jetzt scheiße. Ah! Okay, wir machen nicht 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne. Wir machen das jetzt anders. Jetzt werden natürlich hier auch alle Fackeln, die ich unterwegs gesetzt habe, abgeräumt. Och, Kiddas, heute ist echt nicht mein Tag, glaube ich. Ich hätte heute lieber nur Bier trinken sollen. Das ist generell eine gute Idee. Oder werden hier gar keine Fackeln abgeräumt? Kiddas, das muss doch nicht sein hier.
Ne, die Fackel wird hier nicht abgeräumt. Das ist ganz günstig, aber hier auch nicht. Aber wieso fließt denn hier noch so viel Wasser? Was soll das denn? Oh Mann, Rohrbruch vom Feinsten würde ich mal das Ganze hier nennen. Dann machen wir das anders. Dann werde ich einfach erstmal sagen, hier muss man schon ein Stück nach unten gehen. Erstmal, damit der Steinbruch überhaupt erst wirklich anfängt. Zum Beispiel bis hier, weil hier wird dann nicht mehr so viel Erde sein, hoffe ich einfach mal. Und vor allem kein Wasser mehr. Also jetzt gehen wir einfach hier. Wie viel hat er jetzt gesagt? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach Mann. 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne, ja. So. Ich weiß auch noch selber noch gar nicht, was das jetzt hier... Naja, da habe ich wahrscheinlich beim Bauern damals ein bisschen Mist gebaut. Ist erstmal egal. 3, 4, 5. So, ja, das ist zumindest erstmal richtig von meiner Idee her. Und dann würde ich gerne jetzt hier mich mehr oder weniger senkrecht nach oben graben. Traue ich mich das? Ja. Geht ja erstmal nur darum, hier so ein bisschen diesen Klotz zu erweitern. Ich habe das halt eigentlich so vor, dass das Ding hier so ein riesiges System von Schächten wird eines Tages. Das sieht dann nicht nur cool aus, ist auch mordsgefährlich und man wird wahrscheinlich viele Male sterben. Aber was soll's. So, aber da das Wasser jetzt wahrscheinlich abgeflossen ist, möchte ich zuallererst mal sehen, ob da unten jetzt irgendwelche Fackeln angespült wurden. Denn wenn ja, muss ich ja irgendwie gucken, wo es jetzt zu dunkel ist. Sag mal, das Wasser ist immer noch nicht abgeflossen. Willst du mich eigentlich rollen hier? Was soll denn das? Doch, jetzt ist abgeflossen. Und hier unten sind da irgendwelche Fackeln hingespült worden? Ja, in der Tat. Einige sogar. Guckt euch das an. Das ist ja wohl Code. Da sind noch mehr. Ach, so habe ich mir das heute aber nicht vorgestellt. Zum ersten Mal seit langem wieder Minecraft aufnehmen. Meine Güte. Da. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, hier machen wir noch eins. Und zum Glück hat es nicht auch noch die Türen raus... rausgeboxt. Naja, Erfahrungspunkte brauche ich im Moment eh nicht. Ich habe nämlich gar keinen Lapislazuli, um irgendetwas zu verzaubern. Von daher ist das erstmal egal. Wenn ich jetzt sterben sollte, meine ich. So. Wenigstens ist es jetzt nicht mehr ganz so zappenduster an den meisten Stellen. Ja, hier baue ich ja sowieso noch. Und hier war ja jetzt mit Alarm versehen. Okay. So, so machen wir das jetzt erstmal. Das heißt, langfristig möchte ich das hier vorwärts, rückwärts, seitwärts ran handhaben. Ist es in jede Richtung eigentlich 5? 2, 3, 1, warte mal. 1, 2, ne, in diesen sind es nur 4. Das ist gut zu wissen. Kann ich gleich mal machen. 2, 3 und 4. So, das heißt, jetzt muss ich das eigentlich nur weghauen, hier dieses ganze Kladderadatsch. Ich mache das mal erstmal nur so hoch, damit das wirklich jetzt nicht mehr oben gleich der Himmel auf den Kopf fällt. Das ist ja auch nicht sinnvoll. Wie viele habe ich denn schon? Naja, noch nicht so viel. Ich werde das hier als Work in Progress übrigens hinterlassen, diesen Steinbruch. Der muss ja nicht unbedingt zu 100% immer gut aussehen. Es ist mir jetzt eher wichtiger, einfach mal ein bisschen Cobblestone in meine Lager zu bekommen wieder. Denn ich hatte ja wirklich eine ganze Menge. Und das ist ein bisschen traurig, wenn der jetzt komplett weg ist. Aber wenn man hier einmal so einen riesigen Würfel da raushaut, dann ist da eigentlich schon das meiste wieder im Argen. Und langfristig fühlt sich so ein Lager ja sogar gar nicht so langsam, glaube ich. Das Problem wird eher sein, erstmal mit den Grundmaterialien wieder anzufangen. Aber wenn man erstmal schon mal Stein und Holz hat, dann ist irgendwie alles gut. Ich glaube, die haben eingebrochen bei uns. Das ist nämlich das Ding. Wir haben gar nicht alles verloren aufgrund irgendwelcher Creative Cheats von mir, sondern wir haben... Die sind einfach eingebrochen. Ist feige, ne? Die an Silvester. Mit CS-Gas. 50 Mann. Aber sowas gibt's jetzt nicht mehr. Wir sind die KTM-Gang und fertig aus. Und diese alten Penner, die mache ich platt. Die mache ich fertig. Kollegen, wir sehen uns nochmal. Aber dann treffen wir uns richtig. Und dann gibt es Rar. Aber Blutrar. So, wie viel haben wir jetzt? Wenn wir diese kleine Aushöhlung hier erstmal gemacht haben. Ist natürlich auch blöd, dass ich jetzt keinen Cleanstone habe, um die hässlichen Stellen erstmal wieder zu flicken. Aber auch das, ach, guck mal hier. Das ist doch ein schönes Ding. Mein Schwengel. Hier liegen auch noch Sachen. Jetzt haben wir erstmal, ja, gleich 2,5 Stacks. Das ist doch schön. Ist doch schön.
Ist doch wunderbar. So wünscht man sich das ja fast schon. Dann werde ich jetzt hier beim nächsten Mal einfach noch ein Stück, vielleicht 10 Ebenen oder so, abtragen erstmal. Und dann reicht das auch erstmal mit Steinen. Damit wir wenigstens da ein bisschen was wieder im Lager haben. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Eisen wieder. Und Kohle wäre natürlich auch schon ziemlich cool. Und ja, das wäre das dann eigentlich. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht zu sehr übel, dass ich mir das jetzt nicht alles im Creative wieder besorge, was aus meinem Inventar rausgeflogen ist. Aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Lasst mir Mitleid da, dafür, dass alles weg ist. Das tut mir nämlich weh. Und bis dahin, ja, macht's gut. Euer Skerli. Der Rally Montag.